wissen alle, mit den Flüchtlingen, das hat nochmal ja, ganz neue Impulse auch hineingegeben, auch bei uns in Saarland. Das Saarland ist ja vorbildlich gewesen jetzt und hat gesagt, wir nehmen viel mehr auf, als eigentlich sein muss. Wir haben aber natürlich auch viele arme Familien hier nach wie vor und uns ist sehr daran gelegen, eben diese soziale Gerechtigkeit weiter eben zu fördern und den Menschen auch zu vermitteln, es ist keiner benachteiligt. Wir sorgen in der Gemeinschaft für euch und ich glaube, da ist Sternregen eben sehr wichtig, um dies auch zu vermitteln, dass keiner runterfällt, dass wir dabei bleiben. Wir sind also knapp über 310.000 Euro gelandet. Wir holen gleich nochmal den Spendencheck, dann für das Foto, da steht es dann genau drauf. Also an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für all die, die mitgemacht haben. Kein Mensch hätte damals, Wolfgang, du wirst dich erinnern, gedacht im Jahr 2004, dass wir irgendwann mal nach 12 Jahren diese Aktion auf ein kumuliertes Spendenergebnis von 2,3 Millionen Euro zurückblicken dürfen. Das ist wirklich kolossal, das hätte niemand erwartet. Wir hatten jetzt einen Schnitt gehabt über die letzten 12 Jahre, ich habe es mir mal angesehen, von 192.000 Euro an Spendengeldern im Jahresschnitt. Diese Aktion ist alleine schon durch diese lange Dauer kein Strohfeuer, sondern es ist eine dauerhafte Unterstützung, eine dauerhafte Hilfsbereitschaft und ein dauerhaftes Bekenntnis zu dem, was Sternregen eigentlich ausmacht, nämlich für die Schwächeren in unserem Bundesland da zu sein, in unserem kleinen Bundesland, allerdings mit einem wirklich großen Herzen. Aber auch bei der Spendenliste sieht man ganz genau, es geht nicht natürlich auch um die Großspenden, das ist natürlich auch was Wichtiges. Aber was mich bei der Durchsicht dieser Liste besonders angerührt hat, waren die Kleinspenden, wo deutlich zu ersehen ist, das ist ein junges Mädchen, was vielleicht 5 Euro vom Taschengeld irgendwie spendet, aus einem Bedürfnis heraus zu sagen, ich habe eine andere Lebenssituation, ich kann hiermit vielleicht anderen Kindern im Land helfen und die Bereitschaft dann gezeigt hat, das auch zu geben. Und das ist eine tolle Aktion und nochmals möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für dieses Geld bedanken, was wir den bedürftigen Kindern und Familien im ganzen Jahr auch ausgeben können. Vielen Dank. Die Aktion Sternregen, das spürt man, ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil sie es geschafft hat, jetzt schon über viele, viele Jahre sehr viele Akteure, sehr viele Menschen sozusagen zu vereinen und auch an der Seite zu halten, in einem wirklichen Ausdruck auch von Treue zu diesem Anliegen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir auch heute wieder einen großen Erfolg auch finanziell, und es geht ja weit über das Finanzielle hinaus, verkünden können.